Wir haben die gemeinsame Aktion der Stadt, der Caritas und der katholischen Kirche hier besucht. Wir sind mit dem Impfmobil vor 15 katholischen Pfarrgemeinden unterwegs in diesen Tagen, um nochmal ein dezentrales Impfangebot zu machen. Die Kirchen, die Gemeinden machen Werbung dafür. Caritas und Stadt wickeln das gemeinsam ab und wir haben gute Erfolge damit. Wir haben schon 1900 Impfungen über dieses Angebot gemacht. Das zeigt, dass wir mit dezentralen Angeboten immer noch viele Menschen erreichen und auch viele Menschen noch dazu bewegen können, sich erstmals impfen zu lassen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir sehr viel Zuspruch für unsere Impfaktivitäten bekommen, ob das im Impfzentrum 2.0 ist, wo uns der Ministerpräsident schon besucht hat und dann gesagt hat, wir stünden an der Spitze der Bewegung, oder auch hier jetzt Minister Laumann, der das dezentrale Angebot noch einmal würdigt. Das zeigt, dass unsere Arbeit wirklich auch gewertschätzt wird, dass es auch überregional gesehen wird, dass wir hier sehr aktiv sind. Und das freut mich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich hier wirklich extrem engagieren und mithelfen, dass wir jedem Düsseldorfer, jeder Düsseldorferin ein vernünftiges Angebot machen können. Also ich finde die Idee dieser Aktion wirklich gut, deswegen bin ich ja heute hier. Einmal finde ich es schon sowieso sehr bemerkenswert, Düsseldorf hat eine sehr dezentrale Struktur jetzt für das Boostern aufgebaut, aber auch schon im Sommer, um möglichst viele Menschen überhaupt für die Grundimpfungen zu finden. Das hat in dieser Stadt immer sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass Düsseldorf sehr gut aufgestellt ist, damals schon mit dem Impfzentrum sehr gut aufgestellt war. Dann im Sommer die vielen dezentralen Impfangebote, die Düsseldorf gemacht hat, an unterschiedlichen Stellen. Jetzt diese Aktion zusammen mit den vielen Kirchengemeinden, die zu Düsseldorf gehören. Also ich würde mal sagen, in Düsseldorf hat man viele Ideen, man setzt sie um. Und das ist nah am Bürger und das ist gut so.